Heute gibt es für euch 5 verschiedene Sommeroutfits. Ja Leute, der Sommer steht schon vor der Tür. Es gab schon einige heiße Tage und dementsprechend zeige ich euch heute 5 verschiedene Outfits für den Sommer für euch als Inspiration. Wie auch beim letzten Mal habe ich die Outfits benannt. Ich bin gespannt, was ihr zu den Namen von den Outfits sagt. Und wie immer habe ich euch dementsprechend auch alle Outfits unten in der Infobox verlinkt. Und sofern es die Produkte nicht mehr gab, beziehungsweise die Kleidungsstücke, habe ich euch passende Alternativen verlinkt. Starten wir mit dem ersten Outfit und zwar heißt das erste Outfit Creamy Chill. Warum Creamy, Leute? Ich glaube, die Farbe ist Programm, man kann es sehen und es ist ein sehr, sehr entspannter. Das Outfit perfekt für den Sommer. Wir haben hier einen Zweiteiler, bestehend aus Hose und Hemd. Sehr lässig für den Sommer, auch vom Stoff her, aus Leine, ideal geeignet für sommerliche Tage. Und um das Outfit einfach so ein bisschen cooler zu machen, trage ich dazu Air Force One mit passenden Sneakersocken dazu und darunter einfach ein weißes T-Shirt, um das ganze Outfit so ein bisschen aufzulockern. Falls dich da draußen für Styling interessierst, dann solltest du auf jeden Fall mal den Men's Style Guide lesen. Der Men's Style Guide ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und der gibt dir einfach die passenden Guidelines mit an die Hand, die du auf jeden Fall wissen solltest, um dich vernünftig zu stylen. Mit dem Gutscheincode DALIENKORTE20 erhältst du 20% Rabatt auf das E-Book. Links dazu findest du wie immer auch unten in der Box. Machen wir weiter mit dem Jogging-Outfit. Das darf natürlich auch im Sommer auf gar keinen Fall fehlen. Ich habe es Traumjogging genannt. Warum Traumjogging? Weil das Outfit ganz in Grau ist. Ja, wirkt so ein bisschen cloudy, so ein bisschen schlafanzugmäßig, aber ist gleichzeitig super entspannt. Unten trage ich Air Force One mit passenden weißen Nike-Socken dazu und dann einfach dieses entspannte Jogging-Outfit mit kurzer Hose und dazu noch die Accessoires wie jetzt diese Cap hier, als auch noch die Tasche, was einfach perfekt mit dem Grau harmoniert. Machen wir weiter mit dem nächsten Outfit und zwar nenne ich das George aus dem Dschungel. Ich habe zwar keine langen Haare mehr, aber nennen wir es George aus dem Dschungel mit kurzen Haaren. George aus dem Dschungel, wilder geht es kaum. Latschen an den Füßen, eine weiße Hose und das Highlight bei dem Outfit ist ganz klar natürlich das Printhemd. Greift zum einen die Farbe von der Hose wieder auf, das Weiß, aber natürlich auch das Muster, ja, gibt dir einfach so den richtigen Dschungel-Vibe. Und wenn du Bock hast, kannst du das natürlich auch perfekt noch mit Accessoires ergänzen. Ich habe mich an dieser Stelle für einen Strohhut entschieden mit einer Sonnenbrille und auch die Ohrringe dazu passen für den Sommer ideal. Das nächste Outfit ist das Poolboy-Outfit. Warum Poolboy-Outfit? Das ist eigentlich das ideale Sommer-Outfit, wenn du zum Beispiel zum Pool hingehen möchtest oder während der Mittagszeit vom Pool weggehen möchtest und vielleicht dich irgendwie in ein Restaurant setzen möchtest. Du bist in diesem Outfit einfach direkt gesellschaftsfähig. Unten Latschen als Hose natürlich, wie es sich gehört als Poolboy, eine passende Badehose. Auch sehr schön hier von der Farbkombination. Und da drauf ein weißes Hemd. Hier habe ich darauf geachtet, dass gerade die Accessoires einfach ein Stück weit hochwertiger sind als der Rest, denn du hast ja nicht viel am Körper und die hochwertigen Accessoires machen dieses Outfit am Ende des Tages tatsächlich einfach nochmal ein Stück weit eleganter, ist der falsche Ausdruck, aber einfach ein bisschen hochwertiger und dementsprechend solltest du bei solchen Outfit-Kombinationen auf jeden Fall darauf achten, dass du auch hier dann dementsprechend passende, hochwertige Accessoires auswählst. Last but not least, Leute, das letzte Outfit und in diesem Fall auch das schickste Outfit von allen Sommeroutfits. Ich nenne es Schwiegermutter Sunday. Wir haben unten schöne Sneaker-Loafer, eine Kombination aus Loafer und Sneaker. Und in diesem Fall das schickste Kleidungsstück an dem Outfit. Und zwar eine sehr feine, weiße kurze Hose mit einer doppelten Buntfalte. Darauf trage ich ein dunkelblaues Feinstrick-Poloshirt, was in dieser Kombination wirklich sehr schön harmoniert. Und hier nochmal alle sommerlichen Outfits im Überblick.
So Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu den Outfits sagt und wie ihr die Namen von den Outfits findet. Ich hoffe, ich konnte euch heute mit diesem Video ein bisschen Inspiration liefern für eure Sommerlooks. Ich wünsche euch auf diesem Wege auf jeden Fall einen maximal sonnigen Sommer. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.